Entschuldigung. Okay. Lass mich raten. Okay. Soll das so? Not sure. Aber es geht. Ist ein bisschen straff. Aber es ist halt auch gleichzeitig dann noch eine Falle für Bloater. Für die großen Zombies oder so. Enter Passcode. Oh, come on! In The Last of Us 1 musste ich auch keine Notiz lesen. Welches ist denn das jetzt? Welches geht? Secure Area, Restricted. Nee. Die Codes haben wir gekriegt. Sind in den Notizen drin. Ist das Main Gate? Ist das das Main Gate West? Das findet man leider nirgendwo raus, wa? Geht leider nirgendwo hier. Chat, ist es eigentlich das Main Gate? Ich bin mir nicht sicher, ob das das Main Gate ist. Huch. Ja. Das kann schon mal passieren. 0512. 0512 ist es. Gut. 0512. Ja. Gut gemacht. Oh. Shit. Hey, na los. Boah, das Tor hätte fast Schimmel getötet. Das war ziemlich laut. Aber das ist eine schöne Mechanik. Finde ich gut. Also auch das Werfen von Seilen und so finde ich schön. Oh. Nice, ein Haufen nichts. Nee. Was habe ich denn gesagt? Habe ich Schimmel gesagt? Dankeschön für 54 Feet. Rutsch mal zurück. Ich bin dran. Was jetzt? Oh Gott. Da war so ein Zettel. Da stehen Codes drauf. Steht, dass es an einem Ort namens Seravina-Basis ein WLF-Versteck gibt. Seravina. Suchen wir sie und finden hoffentlich den ersten WLF. Bringen ihn zum Reden. Und sehen dann weiter. Dann los. East Gate. Mir ist das, wisst ihr, was mich so ein bisschen stört? Mir ist das zu ruhig. Hier ist irgendwie keiner. Oh shit, da. Seravina Hotel. Das muss es sein. Okay. Suchen wir einen Weg vorbei. Fuck, Fedra Tor. Sehr kreativ. Erfasst genau den Kern. Wir sehen uns das mal aus der Nähe an. In Boston hätten sie dir für so ein Graffiti die Scheiße aus dem Leib geprügelt. Oder schlimmer. Putzsets sind echt verlockend. East Gate 2. 5345. Da ist sowieso kein Strom drauf. Wo geht denn das Kabel hin hier? 5345. Habe ich bis dahin schon wieder vergessen. Chat, ich brauche euch. 5345. Jetzt sprint alle, oder? Okay, dann mal los. Oh.
kein Benzin mehr. Gott verdammt. Was machen wir jetzt? Oh Mist. Der Zettel. Was? Auf dem Zettel stand, dass es im Gerichtsparkhaus und bei einer Kuppel Benzin gibt. Okay. Gerichtsparkhaus und Kuppel. So, wie sollen wir diese Orte finden? Wir reiten herum und halten Ausschau. Meinst du, Tommy war auch hier? Auf jeden Fall. Ah, schon viele Computerspiele gespielt, Freaky. Ja, man merkt, dass andere Teams hier mitgewirkt haben. An The Last of Us. Man hat so ein bisschen, man merkt so ein bisschen den Uncharted-Vibe. Aber den Uncharted-Vibe hat man auch gemerkt, als Joel gestorben ist. Also, wo sind wir? Na, da vorne ist auf jeden Fall das Gerichtsgebäude. Ziemlich sicher etwa hier. Ah, cool. Dann markiere ich das mal. Hauptsache, ihr habt ziemlich sicher hier und die fängt erstmal oben nach der Ecke an zu malen, ey. Oh, bitte sag mir nicht, dass das schon Schlauchbeulenscheiß ist hier. Oh, Mann. Oh, Mann. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich schätze, das Militär hat hier alles weggebombt. Warum sollten sie? Ja, manchmal hat das Militär Stadtteile zerstört, in denen die Infizierte die Oberhand hatten. Oder nee, WLF. Ist das nicht übertrieben? Naja, das hat meist funktioniert. Gegen Infizierte oder Rebellen? Beides. Scheiße. Glaub mir, du hattest Glück, nicht in der QZ aufzuwachsen. Das Gefühl habe ich allmählich auch. Schlauchbeulenscheiß ist, du hast immer wieder so Bereiche wie hier, die Open World sind. Aber du hast keine komplette Open World, sondern bist über einen Schlauch verbunden. Also es ist quasi ein schlauchförmiges Spiel mit Beulen. Und ich sag dazu immer Schlauchbeulen-Scheiß. Das ist cool. Auf eine Scheiße, wir könnten zerquetscht werden. Entspann dich. Das ist bestimmt schon seit Jahren so. Das wird nicht heute einstürzen. Glaube ich. Gefällt mir nicht. Mist. Entscheide du. Bagger! Bagger! Mädel, machst du auch irgendwas? Machst du auch. Das war keine gute Idee, by the way. Ellie, du. Ellie, du. Ellie. Ellie, du musst deine. Die Hände? Also Faust und dann... Okay, dann machen wir es doch wieder leise. Leise kann ich auch besser. Ah!
Okay. Das waren alle. Was sind das für Westen? Das sind doch keine Soldaten. Ja. Weiß nicht. Hm. Wo sind wir? Glaubst du, das ist die Bank? Ist wohl eine Bank. Schickimicki. Schickimicki. Ich dachte, die sollten Munition mitnehmen. Ja, das habe ich auch gedacht, Dynacor. Aber wie es halt immer so ist in The Last of Us, ich glaube, das war einfach nur Ironie. Wir haben das Kappa nicht gesehen. In Marias Gesicht. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie prophezeien, aber ich glaube, hier können wir wieder raus. Ich glaube, diese Schutzwestentypen wollten die Bank ausrauben. Oh Mann, das ist wie dieser Film. Welcher? Ja, mit den Surferbankräubern. Oh ja. Ich liebe diesen Film. Gefährliche Brandung. War ja, wie man halt wirklich sieht, dass Leute von Uncharted an dem Spiel mitgearbeitet haben. Okay, wir müssen kurz mal die Notiz durchgucken. Nein, nicht Tagebuch. Nee. Was haben wir denn hier? 602306. Change of Guard. 602306. Okay. Ich hab's schon wieder vergessen. Na bitte. So. Wieso schreibt da jemand 05 in Chat? Ich hab 05 in Chat. Der hat mich verarscht. Mann! Also ich sag mal so, in der Apokalypse lohnt sich das richtig, noch eine Bank auszurauben. Ja. Welcome to Uncharted, where the weapons are yellow. Danke, Mann. Sie wollten die Bank am Ausbruchstag ausrauben. Kam Ihnen wahrscheinlich schlau vor. Cool.
Kennt ihr das, Chat? Ihr seid unterwegs. Computerspiel. Ihr erwartet nichts. Habe keinen aktivierten Videoskill Computer. Gefunden, der dies... Stopp. Ihr erwartet nichts und dann findet ihr so einen geheimen Gang. Dann geht ihr in so eine Bank rein. Riesenschließfach. Findet einen Code. Hämmert den rein. Macht das auf. Und dann denkt ihr so, wow. Jetzt aber... Das Licht kommt schon rausgeströmt. Ihr denkt euch so, wow, jetzt wird's richtig geil. Jetzt wird's einfach mega. Und dann gehst du da rein und du findest so einen hässlichen Metallring und denkst dir so, cool, nice. Hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Also, das war stabil. Ich habe ein Fach übersehen. Ja, eine Schrotflinte ohne Munition. Mit einem Schuss. Oh, hier ist noch ein Fach. Das habe ich übersehen, das stimmt. Aber ist auch nicht so schlimm, war nichts drin. Oh Mann, ey. Aber wir haben es geöffnet. Danke für die Erinnerung. Hätte ja sein können, dass was Krasses drin ist. Alright. Und das meine ich nicht mal negativ. Das macht jedes Spiel so. Man hat halt immer so seine... Aufpassen! Aga, was ist das für eine Scheiße? Darüber hat doch keiner ein Wort verloren. Warum können Klicker denn jetzt sehen? Haben wir... Also jetzt mal, habe ich was übersehen? Ich glaube, wir sind hier durch. Okay. Habe ich hier irgendwas übersehen? Aber Klicker reagieren doch darauf eigentlich gar nicht. Oder sind die jetzt mutiert? Evolved? Und keiner hat uns was davon erzählt? Oder... Nee, ich war nicht zu schnell unterwegs. Nee, 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 nee. Hey, wenn es noch wie früher wäre, was würdest du von dem Geld kaufen? Ich weiß nicht. Vielleicht eine große Farm? Aber du kannst jetzt deine Farm haben. Okay, was würdest du kaufen? Ein Raumschiff. Oh, ach ja, dein Astronautending. Hey, das ist cooler als eine Farm. Eine Farm ist viel praktischer. Das war echt Wahnsinn. Wir haben jetzt eine Schrotflinte, also war schon okay. Okay, suchen wir das Benzin. Wir haben jetzt eine Schrotflinte. Hm, okay. Fühle ich die nach, damit bist du mir gerade sympathisch geworden. Hm, okay. Hey Maverick, Dankeschön für deinen Host und Moinsen. Was gab's denn bei euch heute zu sehen? Ein Zettel. Hm. Ich glaube, da waren wir schon. Papiere. Okay. Wir gehen einfach zu Fuß. Nee, nee, alles gut. Alles gut. Ich werde das schon noch rausfinden, warum die Klicker anders sind. Jetzt ist ja noch nichts passiert. Auch der Last of Us. Ich Pause machen, hab Hunger. Mm. Ja, einen guten Hunger. Dass es dir schmeckt. Hm. Jemand hat hier gecampt. Und zwar vor kurzem. Glaubst du, das war Tommy? Vielleicht. Hydrieren? Oh, Entschuldigung. Na klar. Was gibt's wieder Migräne? Und Migräne ist nicht gut.
Migräne ist nicht gut. Ja, dann gehen wir mal runter zum Gerichtsgebäude, oder? Oh, seh dir mal den Panzer an. Irgendwie traurig. Warum transportieren alle nur Zettel? Weil bei Naughty Dog das Team von Uncharted mitgearbeitet hat an The Last of Us 2. Und wir jetzt beulenförmige Level haben und über diese Zettel wunderschöne Verstecke finden, wo wir Sachen finden. Deswegen haben die nur Zettel dabei. Bei Schatzsuche. Treibstoffausgabe. Ist nicht mal ein Witz, Leute. Ist halt wirklich so. Hat das hier mehr als gesichert. Im Boston war immer das Essen knapp. Hungrige Leute drehen durch. In The Last of Us hast du, in Uncharted hast du alles immer nur so gefunden. Wie komme ich denn eigentlich an diese komische Karte ran? By the way. Ist hier irgendein... Karte von Seattle, hier. Und sie malt dann halt immer alles ein. So. Ja, jetzt erzählt auch ein bisschen Story, das stimmt, Striker. Das kommt noch dazu, ja. Denk dran, Save, wenn du heute bei YouTube streamst, du darfst keinen Gaming-Content machen. Auch wenn dich das Game richtig fasziniert und du gerne deine Playstation anwerfen wollen würdest. Denk dran, ne? Kein Gaming-Content, aber das sollte ja nicht so schwer sein. Du machst ja eh kaum Gaming-Content. Spring und 5. Munition. Wenn es eine Waffe pro Holster. Yes, yes. Genau, nice. Oh, okay. Hast du hier quasi die Zwischensequenzen angeguckt? Ich glaube, also ich würde mal sagen, wir müssen jetzt hier ins Gerichtsgebäude, oder? Irgendwie so auf der Ecke. Gehen wir jetzt hier lang? Kommst du da durch? Okay, ich halte das. Shit, Infizierte. Pass auf. Abby passt da nicht durch. Abby ist buff, Junge. Abby hat sehr viele Müsli-Riegel gegessen.
Ich glaube, bei Abby war das so, dass sie eine ganze Weile alleine war und sie ist in einer Proteinfabrik, hat sie eine ganze Weile gelebt. Und deswegen ist Abby so baff, weil die ganzen Proteine, davon hat sie sich jetzt halt ihr Leben lang irgendwie ernährt. Seitdem es den Ausbruch gab, also 25 Jahre Proteinriegelmagger, und dann siehst du auch so aus. Vermute ich. Hier ist auch nichts mehr mit vorbeischleichen, ne? Oder? Scheiße, pass auf! Schandal. Waren die Dinger nicht mal blind? Ja. Ich kapier's nicht. Aber das war, weil der andere getriggert war. Sie alles gesäubert. Vielleicht haben sie es nicht geschafft. Vielleicht. Suchen wir das Benzin. Die waren von dem Blau-Shirt getriggert gerade, die Boys. Wir gehen quasi über den Hintereingang. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Wenn da jetzt ein Fass drin ist für den Sprit, gehen wir denn mit so einem 100 Liter Fass Sprit raus? Wow. Das ist ja ein Riesenlager hier. Warum ist sowas in der Kirche drin? Das hier ist eine Synagoge. Woher weißt du das? Zum einen ist da Menorah-Deko an der Wand. Das ist was Jüdisches. Und ich bin noch nicht in Flammen aufgegangen. In Flammen aufgegangen? Ist nur ein blöder Witz. Also auch nicht zum Lachen? Oh, Klappe. Dieser Ort bringt viele Erinnerungen zurück. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Dina, warum denn? Hätte ich nicht für religiös gehalten. Nee, aber ich mag es, Teil einer Überlebensgeschichte zu sein. Du meinst nach dem Ausbruch? Das und die Inquisition und den Holocaust. Meine Familie hat immer überlebt. Gerade so. Okay. Nee, ich glaube, das ist einfach nur zur Charakterbindung, dass wir sie ein bisschen kennenlernen. Nun haben wir wirklich eine gute Bandbreite an Themen durch. Ey, ohne Scheiß, wir spielen 3 Stunden. Wir haben alle Themen, die es aktuell gibt und die super wichtig sind, alle haben wir, wir haben alles durch. Wirklich. Wir haben alles mittlerweile, wie lange spielen wir jetzt? 4,5 Stunden? 4 Stunden 45? Ziehen wir noch eine Stunde quatschen haben? Wir haben in 3 Stunden oder 3,5 Stunden alles, also das Einzige, was jetzt wirklich noch wäre, wenn aus Versehen noch Corona reinrutscht oder so. Nee, Rassismus fehlt noch. Nee, Rassismus hatten wir noch nicht. Rassismus ist noch offen. Auf der Checkliste für Dinge, die wir noch besprechen müssen, die erwähnt werden müssen. Das fehlt noch.
Wobei, der Virus ist ja auch schon Corona. Also ja, am Ende haben wir das auch schon durch. Stimmt. Okay.